ersten Schritt der Korrektur eines O-Beines stellt die Analyse der Geometrie des betroffenen Beines dar. Hierbei kommt es nicht nur auf eine exakte Bestimmung des Ausmaßes des O-Beines an, sondern eben auch auf eine Analyse, ob das O-Bein eher am Oberschenkelknochen oder Unterschenkelknochen seinen Ursprung hat. Da die meisten O-Beine ihren Ursprung am Unterschenkelknochen haben, erfolgt typischerweise die Korrektur des O-Beines unmittelbar unterhalb des Kniegelenkes am Schienbeinkopf. Der Eingriff erfolgt in der Regel von der Innenseite über eine ungefähr 5 bis 7 cm lange Hautinzision. Erster Schritt der Operation ist dann, wie Sie das hier im Video entsprechend sehen, die Darstellung des Knochens und das Einbringen eines Drahtes, der den späteren Sägeschnitt, der zur Korrektur notwendig ist, exakt markiert. In der Regel wird dann ein zweiter Draht parallel zum Gelenk eingebracht. Dieser Draht hat die Funktion, während der Operation zum einen das Gelenk zu stabilisieren und zu schützen. Er bietet aber auch dem Operateur eine gute Orientierung während der Operation. Der nächste Schritt der Operation ist dann eigentlich schon der Kernschritt der Operation, nämlich das Anlegen des Sägeschnittes. Es erfolgt mit einer oszillierenden Säge, wie Sie sie hier im Bilde sehen. Und ganz wichtig, und das ist ein essentieller Schritt dieser Operation, ist das Einführen eines Hakens direkt hinter dem Schienbeinkopf, der die Funktion hat, das unmittelbar hinter dem Schienbeinkopf laufende Gefäß und auch den Nerv vor dem Ausschlag des Sägeblattes während der Durchführung des Sägeschnittes entsprechend zu schützen. Das heißt, der Ausschlag des Sägeblattes trifft dann gezieltermaßen den Haken, der zwischen dem Sägeblatt und dem Gefäß zum Schutz des Gefäßes liegt. Dieser Sägeschnitt erfolgt dann zunächst inkomplett, das heißt, die Außenseite des Knochens wird nicht vollständig durchtrennt. Sie dehnt später als Scharnier und auch der vordere Bereich, hier sehen Sie den Blick von der Seite des Schienbeines, verbleibt zunächst intakt. Hier sehen Sie noch einmal, wie dieser Haken zum Schutz der Gefäße während des Sägeschnittes entsprechend eingeführt wird und direkt hinter dem Schienbeinkopf liegt. In der Orthopädie ist es ein etabliertes Prinzip, Korrekturen an Knochen nicht mit geraden Sägeschnitten, sondern mit solchen Stufenosteotomien, also gewinkelten Sägeschnitten durchzuführen. Das hat mehrere Vorteile. Einer ist, dass die Stabilität des Knochens während der Operation etwas höher ist und die andere auch, dass der Heilungsprozess anschließend wegen der vermehrten Kontaktfläche günstiger ist. So erfolgt auch in der Regel die O-Bein-Korrektur. Sie sehen hier die Anlage eines solchen gewinkelten Stufenschnittes, der im vorliegenden Fall auch den großen Vorteil hat, dass der Ansatz der Patellasehne, das ist der Höcker, den Sie unmittelbar oben im Bild an der Vorderseite des Schienbeines sehen, entsprechend geschützt wird. Nach der Durchführung des Sägeschnittes und die Außenseite des Knochens ist nach wie vor intakt, erfolgt dann das vorsichtige Aufspreizen dieses Sägeschnittes zu einem Dreieck. Das erfolgt durch das Einschlagen von Meißeln. Dort werden in der Regel 3 bis 4 Meißel entsprechend eingeschlagen. Und da dies von der Innenseite erfolgt, wird eben die Innenseite dreieckig mehr aufgespreizt als der Rest der Osteotomie und der Unterschenkelknochen bewegt sich dann aus der O-Bein-Fehlstellung in die Neutralposition. Anschließend erfolgt dann die Feineinstellung der geplanten Korrektur. Dies erfolgt mit so einem Spreizer, der in den Sägeschnitt entsprechend eingesetzt wird und mit dem dann mehr oder weniger stufenlos hier die gewünschte Korrektur entsprechend der präoperativen Planung eingestellt werden kann. Sie sehen das hier, wie dieser Sägeschnitt sich dann auch während der Operation öffnen und schließen lässt. Knochen hat eine gewisse Elastizität, sodass die Außenseite, auch das sehen Sie hier sehr schön in dieser Videodemonstration, nach wie vor intakt ist.
der Spalt, der durch diese Osteotomie und das Aufspreizen entsteht, der kann mit körpereigenem oder auch Spenderknochen entsprechend aufgefüllt werden. Er kann aber auch bei kleinen und mittleren Korrekturen unbedenklich offen gelassen werden, da er mit Blut und Knochenmark vollläuft während der Operation und dies in der Regel eine gute und ausreichende Basis zur Heilung des Knochens darstellt. Natürlich hinterlässt der Sägeschnitt und das Aufspreizen eine Instabilität, sodass der letzte Schritt der Operation dann die Stabilisierung mit einer entsprechenden Platte darstellt. Sie sehen hier noch einmal von der Seite dargestellt, wie die Platte dann platziert wird. Auch dies erfolgt wie alle Schritte während der Operation unter kontinuierlicher Röntgenkontrolle im Operationssaal. Die Platte wird dann ausgerichtet und zunächst im Schienbeinkopf und anschließend am Schaft des Schienbeines mit insgesamt 7 Schrauben entsprechend fixiert. Diese Schrauben, die werden zunächst vorgebohrt. Auch das sehen Sie jetzt hier in der entsprechenden Videosequenz. Und anschließend werden die Schrauben dann angedreht und auch da werden dann im Operationssaal bereits die Röntgenkontrollen entsprechend durchgeführt. Bemerkenswert ist, dass diese modernen Plattensysteme eine so hohe Stabilität gewährleisten, dass ein sofortiges Belasten aus Sicht der Stabilität des Knochens nach einer Operation im Grundsatz sofort möglich ist. Wir empfehlen in der Regel dennoch das Verwenden von Gehstützen für einen gewissen Zeitraum nach der Operation, damit sich auch die Weichteile und die Operationsnarben entsprechend nach einer Operations- und der damit befundenen Belastung beruhigen können. Aber von Seiten der Osteosynthese, also der Stabilisierung dieser Osteotomie, wäre eine frühe Vollbelastung hier entsprechend unproblematisch. Das ist das Abschlussbild von der Seite. Hier sehen Sie das dann nochmal von vorne, wie das dann letztendlich in der korrigierten Version entsprechend aussieht.